Willkommen zurück zu Let's Play Battlefield Bad Company 2 und wow, der Kalte Krieg ist gerade heiß geworden anscheinend. Wie viel haben wir? Ich habe ein, wie gesagt, in der letzten Folge, ich habe ein Herz für digitale Menschen. Ich ziele immer auf den Kopf. Ja, und sie benutzen Granaten, super. Deckung, Deckung, Deckung. Ja, denn ihr wisst, wenn ihr das noch wisst, das Spiel hat eine Physik-Engine. Das bedeutet, wir können uns leider nicht ewig in den Häusern verstecken. Es gibt zwar einige Sachen, die unzerstörbar sind, wie hier irgendwelche Sandsäcke. Kleines Logikloch. Aber die Gebäude halten leider nicht ewig. Eine Granate. Dankeschön. Zu einer Hütte verstecken. Warum runden die Feinde einfach? wenn man nicht gerade am Berg runterrutscht. Komm schon, komm schon! Verdammt! Okay, hier wollen die Entwickler nicht, dass wir lang gehen. Mist. Oder wir sprengen uns einfach einen Weg. Wo sind sie? Ich habe sie erwischt. Okay, wir haben nun zumindest unendlich Munition. Ah, Moment! Moment, wir können auch an den Zaun vorbei. Ah, die totale Verwirrung. Okay, und. Oh Gott! Zack. Stirb, Zaun! Stirb! Du sollst sterben, habe ich gesagt. Ich habe einen Hass gegen Holzplatten. So. Runden den Feind einfach. So geht das. Leider haben sie uns bemerkt. Tack, 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 tack. Hallo. Hi. Nicht du. Hallo, Gunosse. Wie geht es Ihnen? Unhöflich. Zack. Oh, wir haben... Wir verteilen schon... Oh, verdammt. Das war Probe. Okay, anscheinend kommen die Gegner immer wieder. Ach, ja, dieses alte Phänomen der... Wie heißt es? Überläuft dem speziellen Punkt in Level, dann kommen die Gegner nicht mehr. Gibt es sowas heutzutage eigentlich immer noch? Ich denke schon. Okay, diesmal versuche ich mal von einem erhöhten Punkt aus. Zack. So. Hoffentlich haben sie sich noch nicht so schnell bemerkt. Ja, ja. Apropos, mir wurde gesagt, dass die letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, in 60 Frames pro Sekunde ansehbar sind. Was aber eigentlich komischerweise nicht geht. Weil mein MIGUI, was ihr vielleicht hört, nicht das MIGUI, das ich erfunden habe, nein, das MIGUI, das Renderprogramm, mit dem wir unsere Videos machen, könnte angeblich keine 60 Frames pro Sekunde verarbeiten. Könnt ihr mal theoretisch mal, so mal rein, theoretisch oder freundlicherweise mal reinschauen und sagen, ob das vielleicht über Chrome oder nur Firefox so ist? Wisst schon, HTML5 und so. Zack. Ich verstehe eigentlich nicht, warum das Spiel ab 18 ist. Ich meine, okay, es ist Blut, es ist Gewalt, Krieg und bla und nicht so und nicht happy happy und so, aber ich meine, hier, du kannst auf die Gegner schießen, also es gibt keine, wie man sehen kann, kein Schadensystem, keine Einschlüsse und so weiter. Es gibt nur dieses übliche Blutwölkchen. What? What the fuck? Die Feinde können ein... What? Was? Mehr overacten, du musst lustiger sein, du musst... What? Was zur Hölle geht hier ab? Was zur Hölle? Das geht ja gar nicht. Wieso können die das? Kann ich den Heli abballern? Nein. Doch, ich kann ihm Schaden machen, aber ich glaube mit dem Granatwerfer... Irgendwo liegt ein Raketenwerfer rum. Ist Call of Duty Gesetz. Ja. Egal. Weiter geht's im Spiel. Du bist ja auch der Call of Duty Experte. Er hängt auch mit, Elotrix. Pass bloß auf. Mit Elotrix hängt er ab. Der hat deinen Kanal übernehmen wollen, nicht meinen. Ja, stimmt. Weil er mag kein Fallout 3 DLCs. Glaube ich. So. Aber immerhin haben wir ihn gut vergraben. Er ist weg von jetzt. Zack.
Ich glaube, es ist wirklich egal, ob man die Gegner hier jetzt abschießt oder ob man irgendeinen bestimmten Punkt hier überläuft. Hm. Naja, jedenfalls, schaut, wenn die letzten Folgen, beiden Folgen doch in 60 Frames pro Sekunde ansehbar sind, sagt mal Bescheid. Oder ob das nur der Unterschied ist in Firefox und Chrome. Ich hoffe, dass meine NPC-Kollegen kommen hier durch. Luftunterstützung. Haltet euch die Luftunterstützung online ist. Ah! Ich spiele auf normal, bin schon wieder tot. Ihr könnt mal so einen Death-Counter einbauen. Ich wette, es sind schon 3. Ach, wie schön. Eine gefrorene Munitionskiste. Boing. Und boing. Und hey, ich kann jetzt wie blöde Granaten spammen, weil ich ja direkt hier neben der dicken, großen Munitionskiste stehe. Theoretisch könnte ich auch... Granate! Oh. Rein theoretisch könnte ich ja jetzt eigentlich mit den Granaten hier das ganze Haus da einreißen und es zum Einsturz bringen. Mal gucken, ob ich es schaffe. Ups. Ach, was für ein Glück, dass die Munitionskiste granatenfest ist. Los, komm, geh kaputt! Geh kaputt, du Hütte! Geh kaputt! Ja, ich glaube, wenn man so direkt von einer Granate erwischt wird, das ist, glaube ich, ein bisschen schmerzhaft. Wow, ich bin hier richtig der Granatenonkel. Oder... Was ist ein guter Name? Granaten-Ulko? Nein. Schade. Ich glaube, die Hütte kann man doch nicht so. Ja. Ich glaube, ich muss ja noch da eine Seite der. Wie heißt es? Diese Dinge in Häusern. Woraus Häuser bestehen. Wände. Genau. Müsste ich noch einreißen. Dann würde die Hütte, glaube ich, zusammenstürzen. Komm. Komm. Wir machen hier auf Storm Rambo. So. Zack. Na, wo seid ihr? Wie praktischerweise können wir ja eh Granaten spammen, wie blöde. Zack. Und zack. Na los, komm. Oh Gott, Mann, ist das eine stabile Hütte. Yes! Yeah! Geil! Wenn das in der Realität auch hinbekommen wird. Ein Haus nur mit einem Granatenlauf bei einer XMS, genau. Einzureißen. Hm. Oh, oh, ich höre Panzer. Aber erstmal rennen wir zum nächsten Checkpoint. Was? Scharfschützen? So ein Wichs? Oh, Entschuldigung für die jüngeren Zuschauer. Ich meine natürlich so einen Sperm. Okay, die Hütte steht... Ist die... Hä? Ja, die Hütte ist immer noch eingerissen. Gut. Okay, da haben wir noch eine Munitionskiste. Rein, zufälligerweise. Panzer! Okay, wann ist die Luftunterstützung? Ah, okay, ich erinnere mich. Ja, das ist dieses taktische... Genau, das ist dieses taktische Binokular-Dingens, mit dem man Luftunterstützung anrufen... Anrufen, genau. Hallo Luftunterstützung, wie geht's euch so? Oh, ganz gut. Anfordern kann. Die perfekte Minute... Okay, wir müssen nur noch aufpassen, dass der Panzer uns nicht zerlegt, beziehungsweise das Haus, in dem wir uns verstecken. Scheiße! Wann kommt endlich der volle Auftrag? Den Schaden, wo ist der Sieger-Nerd? Der arbeitet bei, Game One. Nein, Quatsch, Rocket Beans. Game One darf ja nicht mal sagen, das böse Wort. Nein, du musst sagen, wer ist der Sieger-Nerd? Ja, wer ist denn der Sieger-Nerd? Erzähl's. Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich verstecke ihn. Felix ist dein Erzfeind. Hä, seit wann? Das ist Gesetz, das ist das Erzfeind von allen. Ich dachte, du wärst mein Erzfeind. So? Du bist mein Erzfeind und mein bester Freund. Ja. Du bist wie Ernie und ich bin Bert. Jetzt können wir markieren. Okay, Feldstecher 5. Wow, da spielen wir die Worte. Viel Spaß noch, Leute, mit der Fanfiction.
Nur Perverse machen Fanficken. Wird daraus dann 50 Shades of Shine? Okay, markieren wir erstmal. Okay. Ich glaube, wir müssen nicht hundertprozentig genau zielen. Der Panzer flippt gerade ein bisschen hin, weiß nicht, wo er hinziehen soll. Und er nervt mich gerade ein bisschen. Okay. Ja, du musst es mir nicht noch dreimal erklären. So. Okay, können wir vielleicht durch den Schuss hier durch auf den Panzer ziehen, ohne erwischt zu werden? Ach, das ist jetzt okay. Beeil dich, Marlo. Behalt den Himmel im Auge. Ja. Hat er jetzt gerade Agent Mulder zitiert? Oh, das müssen wir sehen. Nein. Nicht die Satellitenanlage. Beziehungsweise die Schüssel. Danke! Hm. Nicht die Satellitenschüssel, jetzt können sie nicht mehr Premiere gucken. Nee, ist geil. Okay, okay, wir haben hier... Los! Das Fahrzeug des Ziels muss vor uns sein! Wir haben hier quasi nur einen Wohnraum erschaffen. Und, sehen, haben wir die? Ja, die ganzen Waffen, die haben, haben wir anscheinend schon, oder? Nee, dieses dicke MG haben wir noch nicht. T, ist das eine 8? T88 LMG. Ah ja, das schwere Maschinengewehr. Was man theoretisch eigentlich wohl angeblich wohl nur auf so einem Dreibein abschießen könnte oder benutzen könnte. Aber erstmal schauen wir mal. MG in dem Haus! MG in dem Haus? Dann zerlegen wir das Haus. Wir machen Nägel mit Köpfen. What the? Das war doch nur eine Granate. Ich fühle mich gerade irgendwie so wie jemand, der mit einem China-Böller ein ganzes Haus eingerissen hätte. Okay, können wir vielleicht hier oben und hier lang schmulen? Nein? Schade. Nee, ist voll gefährlich der Weg. Und ihr so? Okay. Ich bin wie ein Statist in Harry Potter und ein Stein. Lalalala. Okay. Was haben wir denn hier? Wo kommt die plötzlich her? Ach, das ist das Fahrzeug. Ah, wir können jetzt ein bisschen Quad fahren. Schön. Okay. Aber ich bin der Umgeher-Typ. Ich gehe nicht die Wege, die das Spiel von mir vorgesehen hat. Ich will mal ein bisschen erkunden oder zumindest mal ein paar alternative Wege aufzeigen. Nein. Rennen. Ja, benutzen wir doch mal eine andere Waffe. Nee, eigentlich ist offline, schade. Hier schmeißt mit Granaten, ich kann auch mit Granaten werfen. Wow, gleich zwei auf einen Schlag, das ist auch mal nicht schlecht. Wo bist du? Nicht leise sein, permanente Unterhaltung, niemals. Hey, ich muss mich konzentrieren. Nein, musst du nicht, das ist ein Shooter, da ist überhaupt keine Konzentration. Los, ballern. Ach, du einfach hast doch die manche Maustaste gedrückt halten. Du hast noch nie was von Taktik gehört, oder was? Was Taktik? Wo Taktik? Bei Battlefield? Bei COD? Battlefield ist... Blödsinn. Für Battlefield ist nicht gleich COD. So. Zack. Und zack und zack, zack. Oh, ein Dachboden. Finden wir hier vielleicht Gespenstergeschichten? Nein. Uah! Ich muss erst warten. Uah! Verdammt. Mein Heil-Feature, mein super Heil-Feature mit Treffen und Blut vor den Augen hat leider... nicht schnell genug funktioniert. Verdammt. Aber zum Glück ist hier gleich der Checkpoint. Die Hütte ist auch im Arsch. Okay. Gut. Ja, vielleicht sehen wir ja die Gegner aus dem Nichts aufpoppen. Wetten? Hä? Da stand doch vorher kein Quad. Boing! Pudding! Flap, 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 flap. Ein bisschen übertrieben. Ein Typen mit einer, wie heißt es? Mit einer, Aufsatzgranate abzuboxen, aber, wenn man es kann. Okay, Alter, diese Zäune hier.
Dechan, du musst aufgedreht werden. Der ganze Spaß ist weg. Was für ein Spaß? Mein LP ist... Der ganze Spaß ist weg. Du mein LP soll nicht Spaß machen. Mein LP doch, die sollen Spaß machen. Nein, meine Leute, die Zuschauer sollen mit mir leiden. Was? Meine Zuschauer sollen mit mir leiden. Ah! Du hast echt Sand in deiner Vagina. Wieder Zaustarkeck. Ah! Der Zaustarkettiert, der hat nie, Family Guy geguckt. Na, ich bin schon wieder tot. Asch. Family Guy ist scheiße. Ich hasse Peter Griffin, El Plagiato. Simpsons geklaut. Die Simpsons machen. Du bist doch nur sauer auf ihn, weil er der Beweis dafür ist, dass Leute, die eine Brille tragen, nicht zwangsweise intelligent sein müssen. Was? Ja. Was? Ja, wieso? Da brauche ich doch nicht Peter Griffin, da muss ich doch nur dich angucken. Ah! YouTuber-Bashing! Ah, egal. Wo ist der verdammte Checkpoint? Checkpoint, wo bist du? Lauf einfach los und hol ihn dir. Gibt's kein manuelles Speichern? Man kann Alter, ich spiel schon auf normal. Ja, dann spiel besser. Wie werden den Controller? Es gibt keinen Controller, du Idiot. Das ist Tastatur und Maus. Du hast ja keine Ahnung. Natürlich kann man das mit Controller spielen. Ja, aber nur Idioten spielen. Shooter mit Controller. Mit Controller und Controller. Ja, genau, Dechan. Ja, einen für jede Hand. Ja, genau, so wie es sich gehört. Mit der Gitarre von PlayStation, du weißt schon. Ja, SingStar. Guitar Hero, SingStar. So, weißt du selber, auch Musik. Wie geht's eigentlich dem Duplo, Mann? Von dem hat man ja auch lange nichts mehr gehört. Die Bewertungen sind nur noch deaktiviert, damit der Schwanz dich disliken kann. Also jetzt nicht der Duplo, Mann, aber halt der disliked. Der Arkay, meinst du? Vielleicht Arkay, ich weiß es ja nicht. Er ist schon blockiert. Egal. Ist mir jetzt scheißegal. Ich kacke auf meine unsterblichen Mitstreiter, schieße einfach ein Loch hier an die Wand und gehe einfach direkt zum dieses Dingens, wo gespeichert wird. Checkpoint. Save Point. Ja, genau. Also hättest du eigentlich jetzt wieder ein South Park gefangen können. Leck mich, Leute. Ich gehe nach Hause. Ich gehe zum Checkpoint. Ja, genau. Alter, so. Ach nee, den LKW sollen wir ja lebendig lassen. Heil lassen. Was mit der Zeit? Hast du auf die Zeit geguckt? Ja, wir sind fast drin. Was fast drin? Zum Glück noch drin. Jetzt sitzen wir im LKW. Und dafür haben wir nur fast 20 Minuten gebraucht. Stelle der Pause einfach auf leicht, das merkt keiner. Ja, genau. Ich brauche eine Papiertüte. Overacte, los, weiter overacten. Wow, ist das schwer. Nein, komm, die Minute. So die Minute machen wir noch. Okay. Nein, ich setze nicht auf SMG, ich nehme das schwere LMG. MG. Hat auch mehr Schuss. Was heißt MG? Maschinengewehr. Was heißt SMG? Super Maschinengewehr. Nochmal bitte. Sub-Maschinengewehr, weil sie so sub ist. Und der Typ fährt über die, warum lade ich nach? Verdammt! Ah! Dumm. Nicht lange nachladen. Einfach die Waffe wechseln. Oder Nahkampfangriff. Bricht immer ab. Egal. Also, das war diese Folge von Let's Play Bad Company 2. Und dann sehen wir weiter, wie diese spannende LKW-Fahrt weitergeht. Ich denke, am Ende wird es ein Gefecht geben. Ich auch. Tschüss. Ah.